Das war wirklich in allerletzter Sekunde. Ohne Witz, das war wirklich in letzter Sekunde. Sonst wäre es hell geworden. Und dann wäre die erst später oder vielleicht gar nicht nach Hause gekommen. Tag 7. Boah, das war wirklich knapp gerade. Werde ich beim nächsten Mal jemanden töten? Ich hoffe, dass alles bald zu Ende sein wird. Eine ruhige Nacht. Wir haben eine Menge Sachen mitgenommen und wir haben jetzt eine Knarre, eine Pumpgun, Pistole und Munition. So, die Falle ist sogar fertig geworden. Ich muss sagen, geht ziemlich schnell. Sie ist traurig. Okay. Sollten wir ändern. Aber wir haben jetzt einige Sachen neu dazu bekommen. Vor allem Essen. So, stecken wir hier nochmal Fleisch rein und lassen die dort erstmal schlafen. Die schlafen müssen. Du musst schlafen und du musst schlafen. So. Was machen wir mit dir? Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn wir jetzt nochmal in den Supermarkt gehen wollen würden, dann könnten wir auch eine Brechstange mitnehmen. Die würde, glaube ich, dort vielleicht auch noch ein. Ja. Oder? Ich habe mir kurz überlegen. War da was zum Aufsägen? Ich glaube, in diesem Szenario nicht. Nee, ist nicht. Aber wir können langsam mal beginnen, die Regentonne aufzubauen. So, wo stellen wir die uns die hin? Ist doch irgendwie ganz merkwürdig. Man kann die auch in den ganz unten Keller reinpacken und trotzdem macht man Wasser einsammeln. Würde ich sagen, wo man schnell rankommen kann, das wäre hier vorne überall. Platzieren wir es hier. Dann können wir dort immer unser Wasser sammeln. Momentan noch 10 Wasser ist ja hier noch in Ordnung. Gerade für den Winter sollten wir dafür sorgen, dass wir ein schönes Polster an Wasser haben. Denn man will nicht wirklich aus Schnee kochen. Wo wir auch wieder Brennholz benötigen, um daraus Wasser herzustellen. Wo wäre es das? Hey Leute, ich muss mit euch reden. Wer ist das? Haben wir einen Filter? Ja, Filter haben wir noch nicht. Dann reden wir mal, wer da an der Tür ist. Wir gucken mal, wer da an der Tür ist. Hört euch wenigstens an, was ich zu sagen habe. Ist das Slater? Nee, ne? Muss gerade überlegen. Ist das Slater? Wer könnte das sein? Slater oder. Ist doch die Reporterin, ne? Nee, die Reporterin ist der andere. Wer ist die Reporterin? Emilia ist die Reporterin. Ich bitte um Verzeihung. Es ist mir peinlich, das zu fragen, aber dürfte ich eine Weile hier bleiben? Mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Front und ich kann dort nicht hingehen. Ich habe versucht, in meiner Kanzlei zu bleiben, doch diese Gegend ist seit kurzem äußerst gefährlich. Ich kann sonst wirklich nirgends hingehen. Also diese Person, die hilft uns nicht wirklich weiter. Die Person hat wirklich nichts, was die irgendwie einbringen könnte, außer dass sie noch mehr isst und noch einen Schlafplatz benötigt. Wir haben 2 Betten, also 4 Leute wären nicht das Problem, aber ich hätte eher damit gehofft, dass wir Marco oder so bekommen oder Boris. Also diese Person, die wird uns nicht weiterhelfen. Aber wir sind doch keine Schweine. Wir würden die auch nicht nach Hause schicken. Also sagen wir ja. Warum nicht? Aber die hilft uns eigentlich weiter. Die hat keine guten Sachen. Und sie ist sogar verletzt. Und ich hoffe mal, dass die leichte Verletzung sich selbst reguliert. Ich möchte dafür nicht mal Verbandskasten nutzen, denn dafür habe ich Arisa zu gerne. Wenigstens sind sie nicht müde. Dann hier setz dich hin. Und wir hören das mal Radio. Aber ich glaube, sie hat auch nur 10 Taschenplätze. Wenn sie 12 hat, wäre vom Vorteil, aber ich glaube, sie hat auch nur 10. So, draußen ist es kalt und bewölkt. Es könnte zu Regenfällen kommen, das haben wir schon mal gehört. Das heißt also, es ist gleichbleibendes Wetter, klassische Musik. Hüten sich vor Plünderbanden, wissen wir. Als ob da schon genug wäre, steigt die Kriminalität in Pogoren an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Zum Glück sind wir gerüstet dafür. Jetzt haben wir auch Waffen dafür, dass wir uns wehren können. So, dann würde ich sagen, unsere nächste Reise führt uns zum Supermarkt mit einer Brechstange. So, ich wollte noch einen Filter herstellen. Oder 2. Oder 3. Immer 3 Filter. Dann können wir hier immer wieder nachkippen. Denn wir müssen uns für den Winter vorbereiten. Ich möchte dann ein richtig, richtig schönes Wasserpolster haben, damit ich nicht einmal Schnee schmelzen muss. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Tauschgegenstände bekommen, denn in 2 Tagen kommt Franco wieder.
So, das haben wir. Packen wir die Filter gleich rein. Herstellen. So, die sind alle ausgeschlafen. Aber ich habe jetzt nichts unbedingt, was ich mit denen gerne machen wollen würde. Radio läuft bereits. Sollen sie sich aber nur hinsetzen. Ich kann nicht so überlegen, ob ich noch ein drittes Bett baue. Aber jetzt habe ich eh alle Bestandteile aufgebraucht, um Filter herzustellen. Ja, wir können den Tag beenden. Heute gibt es hier nichts weiteres zu tun. So, jetzt haben wir hier auch mehrere Leute. Wir könnten jetzt sogar zwei Wachen aufstellen, wenn es wirklich sehr, sehr schlimm werden sollte. Und wir haben zwei neue Orte, die wir besuchen können. Einmal handelt es sich um die Scharfschützenkreuzung. Ich habe die auch noch nie an der Position dort gesehen. Das Stadtzentrum war einmal so schön. Parks, Plätze und Monumente, umringt von alten Gebäuden. Jetzt gibt es reihenweise gute Stellen für Scharfschützen und ein offenes Areal mit wenig Deckung. Zahlreiche Fälle von erschossenen Zivilisten haben dem Ort seinen Namen eingebracht. Scharfschützenkreuzung. Wir könnten hier wertvolle Sachen finden, aber es ist sehr riskant. Okay, ich kenne die Scharfschützenkreuzung, ich weiß, was mich dort erwartet. Und man sollte auf keinen Fall mit Boris dorthin gehen. Okay, wie ich mir gedacht habe, hat Emilia auch nur 10 Taschenplätze. Supermarkt. Und was war noch neu? Das kleine Wohnhaus, ne? Ja. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Sie sind auch immer da und halten die Blinder irgendwie in Schach. Vermutlich haben sie Vorräte wie Essen und Medikamente, aber sie werden diese wohl kaum mit uns teilen wollen. Wir können versuchen, sie entweder zu stehlen oder sie uns mit Gewalt zu nehmen. Dietriche könnten nützlich sein. Ja, also jetzt haben wir mittlerweile 3 Orte, Leute, wo wir Zivilisten haben. Das heißt, diese Orte sollte man wirklich nur in allerhöchster, größter Not besuchen. Das wäre hier die 3 Orte. Ja, da sind Zivilisten, da sollte man nicht unbedingt, Leute töten. Wir werden nochmal zum Supermarkt gehen, wir werden wieder Arisa mitnehmen. Ach, was soll's, ja, nee, da ist keiner mehr. So, Sima im Bett schlafen, Bruno kann auch im Bett schlafen, wir stellen Roman als Wache auf. Und... ja, Emilia ist echt verletzt, das habe ich ganz vergessen. Ne, da müssen wir Arisa mitnehmen. Soll sie im Bett schlafen? Du auch. Und Roman steht Wache. Er hat doch eine Waffe, das müsste funktionieren. So, und wir gehen mit Arisa plündern. Wir nehmen mit eine Brechstange. Vorbereiten. Wir nehmen mit die Brechstange. Gibt es da was zum Zerkloppen? Nein, da gibt es mehr einzusammeln als zum Zerkloppen. Was müssen wir vorrangig achten? Eigentlich beides. Und Zahnräder. Könnten alles gut gebrauchen. Nehmen wir die Brechstange mit. Und gucken wir mal, was wir noch alles im Supermarkt finden. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Jetzt sind wir tatsächlich da, wo Zivilisten sind. Weil ich wieder so viel rumklicke, ich wieder so viel erkläre. Nein! Kurz im Supermarkt. Ist die Frage, sind jetzt hier die Zivilisten drin? Ich glaube ja. Oder? Im nächsten Haus. Guck nochmal. Na, hier sind. Hör ich mal was? Boah, das Ding ist, ich habe gar keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ist die Tür offen? Ja. Wo sind wir hier? Leute, Leute, Leute. Ich habe wieder viel zu viel rumgeklickt, viel zu viel erklärt. Oh, ich habe vergessen, wieder auf den Supermarkt zu klicken. Jetzt sind wir da irgendwo in der Pampa und ich glaube, irgendwo Zivilisten sind. Das heißt, lass uns mal versuchen, hier nicht zu klauen. Nicht zu klauen. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können, ohne zu klauen. Ah, es ist ärgerlich. Zweite Mal jetzt schon. Also heute passiert es auch, dass ich irgendwo hingehe, wo ich nicht hin will, beziehungsweise zu Hause bleibe, wo ich nicht zu Hause bleiben will. Blende mich mal weg. Ach, Mensch. Ist die Frage, sind die gewalttätig, wenn sie mich sehen? Weil immerhin kann ich einfach so ins Haus reingehen. Weil ich kann ja einfach so ins Haus reingehen. Also normalerweise, wenn ich das Zivilisten vermuten würde, dann müsste man ja irgendwie die Tür aufbrechen oder so. Wo ist denn das hier? Sind das die 2 Wohnhäuser? Nee, es ist ein Wohnhaus. Kleines Wohnhaus. Es kann sein, dass wir jetzt im kleinen Wohnhaus sind, wo ich vorgelesen habe. Da, wo der Sohn immer mit seinen Eltern ist und irgendwie die Plünderer in Schach halten. Halten. In der freien Natur gilt, töten oder getötet werden. Der Krieg macht uns aus Tiere. Ja, weil wir jetzt schon 2 Personen getötet haben. Aber es waren ja Plünderer, ne? Es waren jetzt nicht... Obwohl, wir sind ja auch Plünderer. Macht uns das nicht mehr zum Zivilisten? Das ist die Frage, die wir uns stellen hier.
Gucken wir mal, dass wir hier durchkommen, ohne irgendjemanden zu töten. Zivilisten will ich echt ganz, ganz ungern töten. Nehmen wir mal alles mit. Wir haben volles Inventar bekommen, damit der Ausflug hier nicht umsonst war. Weil wenn ich die beklaue, dann werden die Leute noch trauriger, vor allem Arisa wird dann auch noch trauriger. Und sobald sie depressiv wird, kann ich halt, kann ich es vergessen, dann kann ich mit ihr, kann ich wieder nicht mehr plündern gehen. Und, ne, Hand aufs Herz, Arisa ist nochmal richtig geil. Jetzt nicht als Mädel oder so, sondern einfach nur super, dass sie halt so gut im Schleichen ist. Das ist schon eine Menge wert. Ist alles offen hier, es wundert mich. Hier sind immer auch Geräusche. Offen machst du nicht die Tür auf, ansonsten rennen wir weg. Wir haben halt schon fast volles Inventar. Wenn er die Tür aufmachen sollte und uns sagt, hey, verpiss dich. Ja, die Tür ist offen. Aber ich weiß nicht, ob er da noch steht. Bei der Sohnemann hat eine Pumpgun, soweit ich weiß. Ich will nicht, dass Arisa angeschossen wird. Nur weil sie hier den Müll wegräumt für den. Ich meine, wir machen jetzt deren Arbeit, ne? Gucken wir uns noch schnell hier um. Und wenn er jetzt kommt. Oh, okay, hat sich gelohnt. Jetzt würde ich sagen, hauen wir hier ab. Volles Inventar, reicht. Fürs Verklicken war das gar nicht mal so schlecht. Das heißt Verklicken. Ich habe einfach vergessen, wieder zum Supermarkt zu gehen. So, nächstes Mal wieder Supermarkt. Das zweite Mal, dass es da Missgeschick mit dem Supermarkt gibt, ohne Witz. So, wir wurden ausgeplündert. So, was haben wir denn hier? Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie waren ein brutaler und fieser Haufen, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Wir brauchten aber 5 Schuss, Leute. Wir brauchten 5 Schuss, um die Angreifer fernzuhalten. Ihr könnt mal sehen, wir hatten eine Pistole und eine Pumpgun. Also, das war wirklich ein brutaler und fieser Haufen. Es waren wirklich viele oder harte Gegner. Wir müssten also, um noch Munition mehr zu sparen, müssten wir unsere Tür verbessern. Das heißt, wir müssten erstmal unsere Werkbank verbessern, damit wir unsere Tür verbessern können. Die mit einem Alarm versehen. So. Das erste, was du jetzt tust, ist hier einen neuen Filter einsetzen. Ja. So, die meisten müssten alle ausgeschlafen sein. Außer Roman, der hat ja Wache gehalten. So. Wir haben sehr hungrige Leute. Machen wir nochmal Essen. 4 Mahlzeiten. Und dann lassen wir die müden Leute schlafen. Dürften ja 2 sein. Sie ist immer noch leicht verletzt, ansonsten würde schon längst wieder stehen. Aber die müden Leute haben erstmal Vorrang. Wir können uns überlegen, ob wir noch ein drittes Bett bauen. So. Können wir denn hier was verbessern? Wir bräuchten dafür noch viel mehr Bestandteile und Holz. Am Tag 6 kam Franco das letzte Mal vorbei. Das heißt, am Tag 9, also morgen, wird er wiederkommen. So, sehr hungrig, ist das mal was? Braucht das später auf jeden Fall. Stellen wir nochmal 2. Haben wir es hergestellt, dann vergessen wir die nicht. 2-mal Sägeblätter, weil die werden wir später auf jeden Fall brauchen. Und wir könnten nochmal Radio anmachen. Und sobald die ausgeschlafen haben, können wir dann die Emily sich wieder hinlegen lassen. Und Bruno sieht danach aus, indem du das Radio am Radio rumgespielt hast, dass du nochmal weggehst. So, kalten Verwölkt, Regenfällen, haben wir bereits gehört. Klassische Musik. Kaffee ist in belagerten Pogoren ein immer selteneres Gut. Es wird erwartet, dass der Preis für Kaffee auf den Schwarzmarkt steigt. So, Leute. Das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen und auch mehrmals auch an Tabak und so weiter, aber ich habe niemals eine Veränderung festgestellt, wenn Franco da war. Habe ich niemals eine Veränderung festgestellt, auch sogar, wo ich diesen Schwarzmarkt hatte, oder halt oft dieser Markt, der anstelle der Scharfschützenkreuzung da ist,
habe ich noch niemals eine Veränderung dargestellt. Noch nie eine Veränderung gesehen, was nun Kaffee und Tabak im Wert verändert hat. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, würde mich freuen, wenn ihr was im Chat dazu schreiben würdet. Also ich habe da noch nie drauf viel geben können. So, die Kriminalität steigt an, das haben wir auch schon gehabt. Und noch hier Musik, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier die klassische Musik wieder an. Und dann gehen wir mit Bruno wieder an die Tür. Gucken mal, ob wir den Typen helfen können. Du bist neu hier, oder? Dass wir unsere traurige Miene hier loswerden. So, könnt ihr mir bei einer Sache helfen? Hallo Nachbar, du bist sicher nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als es noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, könnten wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Und der Typ heißt Void. Ja, würde ich sagen, wenn die Leute würde nicht mehr im Haus wohnen und wir da was finden könnten, warum nicht? Eine zusätzliche Einnahmequelle, da sagen wir nicht nein. Soll da losgehen. So, Emily, du musst jetzt warten, bis einer von denen ausgeschlafen hat. Dann kannst du dich auch hinlegen. Die anderen werden noch essen, dann können wir den Tag beenden. Also wir haben eine Veränderung in der Temperatur. Gestartet haben wir mit 17 Grad, jetzt haben wir es 15. Müssen wir noch ein bisschen warten. Was ich auch mal wieder vergesse ist, wenn ich plündern gewesen bin, dass man rein und raus scrollen kann. Da kann man natürlich viel besser beobachten, ob irgendwer dann gerade kommt oder sich annähert. Das sollte ich mir mal ein bisschen merken. Lassen die Leute noch was essen. Müssen sie sich Gedanken machen. Soll demnächst mal einen Ofen bauen und den auch upgraden. So, damit haben wir alle was essen lassen. Das gibt's in der Biografie. So. Ich war an der Front, als es richtig ernst wurde. Meine Einheit musste immer als Erste rein oder als Letzte raus. Nachdem ich jeden vierten Mann verloren hatte, verordneten uns die Vorgesetzten etwas Erholung. So kam ich nach Pogoren, wo alles ruhig war. Es sollte nicht so bleiben. Tag 8. Es gibt noch irgendwelche Tiere in der Stadt? Ich bin so hungrig. Okay, das haben wir ja bereits geklärt. Aber geraucht haben die auch schon Ewigkeiten nicht mehr, die Jungs hier. Oder die Jungs und Mädels. Also wie viel Rauch haben wir jetzt eigentlich? Emily, hast du irgendwas? Die ist Kaffeetrinkerin. Also sie bräuchten Kaffee und 9 Zigaretten pro Tag. Das ist hart. Ich hoffe, hier gibt es keine Schlägereien. Und ich schwöre es euch, wenn es hier eine Schlägerei geben wird, dann wird Bruno aufs Maul kriegen. Hundertprozentig. Weil, ja, aktuell ist ja hier Roman der Hahn im Korb mit den beiden Mädels hier. Ich glaube nicht, dass er denen eine pfeffern wird. Na gut. Beenden wir den Tag. Hier gibt es jetzt weiter. Und wir müssen uns das nächste Mal darauf einstellen, dass wir unseren Ofen herstellen. So eine Heizung. So. Bruno ist weg. Die soll im Bett schlafen. Die ist leicht verletzt. Alle sind traurig. Warum sind die alle traurig? Nur wegen den Plünderern. Plündern und du stehst Wache, bitte. So, sie geht plündern. Mit Blick nicht auf bleiben, sondern auf vorbereiten. Und wir nehmen wieder mit die Brechstange. So. Vorrangig müssen wir mitnehmen. Ja, generell Material, Holz für die Heizung. Und auch Material, Holz, Zahnräder für die verbesserte Werkstatt. Also, nicht Werkstatt, sondern die Werkbank. So, tragen wir erstmal das nach vorne. Gehen wir erstmal zu den schlecht zu erreichsten Orten. Ist hier unten. Hier unten können wir auch die Brechstange benötigen. Genau. Öffnen wir hier mal alles. Die sind besser vorbereitet als die Plünderbanden, die vorher hier waren. Aber mittlerweile sollte hier auch niemand mehr sein. So, haben wir aufgemacht. Machen wir erstmal alles auf, was wir aufmachen können. Und ich glaube hier, in diesem Szenario, gibt es hier nichts aufzusägen. Aber in der Schule, glaube ich, da müsst ihr auf jeden Fall 2 Sägen mitnehmen. Öffnen wir hier auch mal. Dann bringen wir erstmal alles nach vorne. Damit wir uns einen besseren Überblick machen können, was wir davon brauchen, was nicht. So.
Munition und so weiter, das ist alles noch sehr, sehr, was, brauchen wir alles noch nicht. Also die ganze Material, um Munition herzustellen, das ist alles momentan noch gar nicht so wichtig. Das würden wir also alles erstmal hier lassen. Wichtig wäre, Gemüse wäre wichtig. Und Baumaterial. Wir sind schon voll. Kriegen wir noch irgendwas mit? Ja, aber hier, Tauschmaterial. Wir erwarten ja morgen Franco. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Kräuterbonbons. Damit wir das gegen vernünftige Gegenstände eintauschen können. So, bringen wir das mal alles nach vorne. Auch die Brechstange. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter, was man mit Brechstange öffnen muss. So, lassen wir das hier. Aber die Brechstange werden wir auf jeden Fall wieder mit nach Hause nehmen. Das heißt, also ein Slot ist schon vergeben. Wir gehen wieder runter. So, gucken wir unterm Bett. Das ist sehr gutes Tauschmaterial hier. Kaffee. Ich finde, die hätten das im Spiel mit dem Kaffee ein bisschen besser ausbreiten sollen. Dass man auch Feuerholz benötigt, um ein Feuerchen herzustellen. Man braucht Wasser. Wasser für Kaffee. Aber so ist es jetzt so, als wenn die Bohnen so fressen würden. Also so ist sie aktuell, ne? Als wenn sie die Bohnen so in den Mund stecken und essen. Ich finde, das hätten sie noch ein bisschen genauer machen sollen. Zumindest das mit dem Kaffee. Dass man dafür Feuerholz und Wasser benötigt. Das ist noch ein bisschen schwerer, aber es wäre halt realistischer, als wenn sich die Kaffee einfach nur so in die Nase drücken. Oder so kauen. So, noch einmal runter. Dann können wir erstmal den Keller abhaken. Ich meine ja selbst, Russen als auch Polen, die trinken ja einen Kaffee so. Die schmeißen die Bohnen oder machen die Bohnen klein, machen da heiß Wasser drüber und dann trinken die den, ja. Die machen ja keinen Filter benutzen dafür. Ich meine, das könnte ich mir jetzt ja auch so vorstellen. Ich meine, das ist zwar nicht Russland, aber es ist trotzdem, sag ich mal, eine Gegend, wo das auch, sag ich mal, durchaus gängig sein könnte, dass sie dort keine Kaffeemaschine benutzen. So, erstmal alles einsammeln. Keller haben wir abgehakt. Alles nach vorne bringen. Das war jetzt nicht unbedingt wichtig, hätte ich auch da lassen können. Aber zumindest so kriegen wir alles hin. Ist halt schade, dass wir wirklich nur 10 Taschenplätze haben, ne? 4 Leute, 10 Taschenplätze. Ich frage mich gerade, ob das die einzigen sind, die 10 Taschenplätze. Aber ich glaube, wenn dann ja, dann haben wir die hier. Ich meine, klar, es gibt noch Sveta und Anton, die haben beide 8, aber 10 ist auch nicht gerade der Hit. Da muss man wirklich darauf achten, dass man wertvolle Gegenstände bevorzugt und Baumaterial auch mal liegen lässt. Dann müssten wir jetzt erstmal alles haben, was man stapeln kann. Wir haben noch einen Gegenstand im Erdgeschoss und der Rest ist alles im ersten und drüber. Wir haben es 2 Uhr. Ist also noch alles im Rahmen. Kann man hier mich gleich dann erstmal Inventur machen. So, rennen wir einmal durch. Nehmen das mal mit, dann wissen wir, dass wir hier nicht mehr her müssen. 2.20 Uhr. Kaffeefilter gehen ohne Nachschubstelle aus. 3 Monate, dann gibt es in der belagerten Stadt keinen einzigen Filter mehr, oder? Gute Frage. Ich glaube auch, also wenn das wirklich so wäre, dann würden die, glaube ich, den Filter nehmen, um damit Wasser zu filtern. Oder es gleichzeitig zu machen. Auf einem verblassten Flugblatt mit Totenkopf und gekreuzten Knochen steht: Gefahr. Halten Sie sich fern von nicht explodierter Munition. Zurückgelassene Waffen, Ausrüstung und nicht explodierte Munition. Nicht explodierte Munition könne mit Sprengfallen versehen sein. Fassen Sie nichts an. Riskieren Sie keine schweren oder tödlichen Verletzungen. Melden Sie solche Funde dem nächsten Militärposten. Ganz klar, dass die
Munition haben wollen. Können wir noch irgendwas stapeln? Jetzt haben wir schon 3 Uhr. Bevor ich ungefederten Kaffee trinke, würde ich umschwenken auf Wasser oder Tee. Ich glaube, mehr stapeln können wir gar nicht, ne? Aber wir haben schon... Doch, konnten wir sogar. Hier nochmal gucken. Dann haben wir nur noch hier oben. Aber das schaffen wir nicht mehr. Das heißt, also wir werden dann jetzt das hier mitnehmen, was wir haben. Und jetzt entscheiden, was wir davon mit nach Hause nehmen wollen. Haben wir noch eine Stunde, uns das zu überlegen. So, legen wir das mal alles rein. Wir nehmen jetzt die Sachen mit, die hundertprozentig wir mitnehmen wollen. Auf jeden Fall die Brechstange. Und die Gegenstände, die am meisten Wert haben. Das hier, Kräuterbonbons, Verbandskasten. Luxusgegenstände können wir erstmal da lassen. Das ist gerade keinen Wert. Ja, und wie gesagt, mehr Bestandsmaterial brauchen wir. Davon haben wir ja auch. Wir haben momentan harte Plündermanden in der Stadt. Das heißt, ich überlege sogar, ob ich die Munition mitnehme. Ja, nehmen wir die Munition mit, die E-Teile. Die Zahnräder auch auf jeden Fall. Und den Rest füllen wir auf mit Bestandsteilen. Und Holz. Das ist nicht wirklich der Hit gerade, denn wir brauchen eigentlich viel mehr Bestandsteile und Holz, aber hier gab es eh nicht viel. Weißt du denn, wir finden oben auf dem Dach noch was. Damit gehen wir nach Hause.